Vielen Dank für die Einführung, die jetzt auch schon wieder relativ lange zurückliegt. Und danke auch, dass ich hier vor euch sprechen darf und dann möglicherweise auch im Laufe der nächsten zwei Tage mit euch sprechen darf. Warum mir das so besonders wichtig ist, dazu vielleicht auch gleich mehr in dem Vortrag. Ich erzähle euch heute von einem Projekt, das mich in den vergangenen guten zwei Jahren beschäftigt hat. Und dazu schwerpunktmäßig zu einem Begriff sprechen möchte, der hier als Titel gewählt ist, nämlich das sprechende Denken. Ich habe relativ spät angefangen mit dem Podcasten im Vergleich zu so verschiedenen Veteraninnen und Veteranen hier. Also zu hören begann ich natürlich irgendwie auch schon, ja, kann man sich nicht mehr erinnern und so, aus strategischen Gründen. Und aktiv zu podcasten begann ich 2015. Und das hat mich am Anfang ja so aus so einem experimentellen Spieltrieb heraus interessiert. Und das wurde aber relativ schnell dann etwas, was ich auch versucht habe, irgendwie so in mein weiteres Arbeitsumfeld einzubauen. Ich hatte zu der Zeit eine Stelle an der Universität in Wittenherdecke am Lehrstuhl für Kulturanalyse bei Dirk Becker. Also der Name verrät es noch nicht, aber in der Soziologie. Und arbeitete an einer Promotion, an der arbeite ich immer noch. Aber so ist das manchmal. Und ich begann eben zu podcasten und das auch in meinen Arbeitskontext irgendwie zu integrieren. Ich sprach also über Themen, die mich interessierten, und das sind, na, wie der Zufall es so will, die Themen, zu denen ich auch arbeite. Aber relativ schnell, also innerhalb von 2 Jahren, wurde klar, das ist sehr zeitaufwendig, dieses Podcasten, vor allem wenn man eine große Leidenschaft dafür entwickelt. Und dann stellte sich Ende 2016 für mich so die Frage, wie mache ich weiter? Baue ich das ein oder beende ich das? Fahre ich das zurück? Und ich dachte erst, ich fahre das zurück, ich kann nicht mehr so viel podcasten, ich muss jetzt endlich meine Dissertation fertig schreiben. Aber es kommt dann immer ganz anders, und in dem Fall kam es so anders, dass ich dann Ende 2016 beschlossen habe, ich mache es jetzt einfach täglich, dieses Podcasten. Liegt ja nahe. Ja. Gut, die Konsequenz ist natürlich, man muss dass es sich dabei um die Arbeit handeln muss, sehr radikal und ernst nehmen. Das heißt, jeden Tag zu podcasten, für das Jahr 2017 als guten Vorsatz vorgenommen, aber mit der einen Einschränkung, es muss sich dabei um Podcast zu meiner Arbeit handeln, also ich muss das als meine Arbeitsform selber begreifen, in irgendeiner Form. Mehr wusste ich auch noch nicht. Ja, ich wusste nicht was, ich wusste nicht welche Formate oder so. Ich dachte erstmal auch Formatvielfalt wäre vielleicht möglicherweise, so würde mich am wenigsten einschränken, aber schon innerhalb der ersten Tage und dann vor allem innerhalb der ersten 2 Wochen war klar, worauf es hinausläuft. Ich begann nämlich damit, mir die Frage zu stellen, zwar als erste Podcast-Folge oder als erste Podcast-Folgen, begann ich die Fragen zu stellen, was es denn eigentlich heißt, was ich hier mache, mir die Frage zu stellen und mir die Frage in irgendeiner Form zu beantworten suchen. Aus dem heraus entwickelte sich so eine Form des Nachdenkens oder des Sprechenden, sich Ersprechens, was man da eigentlich macht, was diese Praxis ist. Ja? Und was es in dem Fall wissenschaftlich bedeutet, zu podcasten, und das in seiner Arbeit, also als Denktagebuch in meinem Fall, also Denk- und Arbeitstagebuch. Ja. Kein Tagebuch im üblichen Sinne, schon kein Buch, aber schon auch nicht über private Ereignisse im Leben. Aber ein Denktagebuch also als ein Arbeitstagebuch verstanden. Und ich begann damit, jeden Tag zu podcasten, und es entwickelte sich für mich eine Geschichte von Selbstgesprächen. Gesprächen über Ereignisse, die mir zugestoßen sind, Texte, die ich gelesen habe, Konferenzen, die ich besucht habe, Workshops und so fort. Und so entstand dann im Jahr 2017 ein Podcast mit 365 Folgen. Man sieht hier die Episodencover von oben links nach unten rechts.
keinen Tag ausgelassen, manchmal mit einer gewissen Verzögerung, wenn ich irgendwo war, wo es keine Internetverbindung gab, die es mir erlaubte, das hochzuladen. Aber aufgenommen hatte ich das zumindest noch. Und heute berichte ich euch, was es heißt, worum es ging und was daraus entstanden ist. Und unter anderem daraus entstanden ist dieser Begriff des sprechenden Denkens. Ich kann da kein Ergebnis präsentieren im Sinne eines Ergebnisses. Ich kann auch eigentlich nicht wirklich darüber sprechen, was das heißt, dieses sprechende Denken, außer dass ich sowieso schon hier sprechend versuche, euch irgendetwas darzustellen, was es heißen könnte, es was auszudrücken und dabei Worte suche und dieses Worte suchen und ausdrücken und den Begriff und darum zu ringen und zu stolpern und gelegentlich wieder neu ansetzen und so fort, dass das auch etwas heißt, was dieses sprechende Denken selbst mit meint, ist das eine. Aber das andere ist, es ist eine Tätigkeit, eine Praxis, etwas, was man, worüber man nicht sprechen kann als ein Thema oder man kann, aber eben es erschöpft sich nicht als dieses Thema und es kann nicht zusammengefasst werden. Es gibt keine Abkürzung, sondern es ist als Tätigkeit selber die Durchführung dieses sprechenden Denkens. Denken in so einem ganz alltagssprachlichen Sinne meint vielleicht sowas wie ein Stream of Consciousness noch am ehesten. So ein bewusstes Denken, ein Denken mit dem Bewusstsein, vielleicht irgendetwas Psychisches. Möglicherweise sogar etwas, was unser Gehirn tut. Aber was hat das mit Sprechen zu tun? Also erstmal noch nicht notwendig, schon etwas mit Sprechen zu tun. Man könnte jetzt sagen, wenn wir sprechen, dann denken wir auch. Also meistens. Hoffentlich. Oder, und trotzdem ist es nicht dasselbe, es fällt nicht in eins. Das wissen wir spätestens, seit wir gelernt haben, erst denken, dann sprechen. Zum Beispiel. Also, man erkennt diese Mahnung. Erst denken, dann sprechen. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Und muss ich das immer abwechseln? Und was mache ich dann, wenn ich spreche und so nicht denke? Ist Sprechen nicht selbst schon eher die Vermittlung dieses Denkens? Und was hat diese Vermittlung eigentlich für eine Bedeutung für das Denken selbst? Also die Form der Darstellung im Sprechen. Mit dem Begriff des sprechenden Denkens und das so mehr oder weniger der Gegenstand, also der begriffliche Gegenstand dessen, was ich dann in diesem Jahr 2017 versucht hatte, in Selbstgesprächen mir zu ersprechen. Dieses sprechende Denken meint ein Denken, das auf das Sprechen nicht verzichten kann. Es gibt andere Formen des Denkens, die können auf Sprechen in irgendeiner Form verzichten, könnte man mal annehmen. Ein schreibendes Denken, ein Denken, das aufgeschrieben wird, ja, das sich in schriftlichen Text zum Beispiel äußert oder in verschiedenen ästhetischen Ausdrucksweisen, malen, zeichnend, ja, tanzen, singend, musikalisch, wie auch immer. Ausdrucksweisen gibt es sehr viele. Ja. Ich meine mit dem sprechenden Denken ein Denken, das auf das Sprechen nicht verzichten kann. Und nur insofern es ein gesprochen wird, überhaupt ein Denken sein kann. Etwas, das also nicht still im eigenen Kopf passieren kann und auch nicht visuell bildhaft oder schriftlich, und die Metaphorik, die man dabei verwendet, um darüber überhaupt zu sprechen, tendiert immer wieder in dieses Visuelle, in dieses Bildliche, weil wir gewohnt sind, darüber so zu sprechen und so zu denken, auch wenn wir darüber sprechend denken. Und wenn ich hier von Denken spreche, dann meine ich auch nicht nur, also nur ein Denken im alltagssprachlichen Sinne, so lass mich mal kurz nachdenken, in diesem Sinne, sondern ich meine das wissenschaftlich. Der Grund ist, es war meine wissenschaftliche Arbeit, um die sich dieser Begriff, um diesen Begriff herum entstand und die dann auch so entwickelt wurde in diesem Begriff, an diesem Begriff. Und mit wissenschaftlich meine ich jetzt auch nicht nur ein naturwissenschaftliches oder zunächst mal nur naturwissenschaftliches Verständnis von Wissenschaft, sondern vielleicht weitergefasst oder auch das mit einschließend
auch wenn der Begriff der Wissenschaft oft mit naturwissenschaftlichen Modellen identifiziert wird. Und dann raucht es und stinkt es. Wir kennen alle methodisch inkorrekt. Es raucht, stinkt, brennt, explodiert. Das ist Wissenschaft. Und hinterher ist man irgendwie schlauer. Mit Wissenschaft meine ich zunächst mal eine Ernsthaftigkeit im Anspruch, dass es dabei um ein Denken geht, das sich um ein Erkennen, ein Verstehen müht. Also eine Praxis der Erörterung und der Kritik und eine Tätigkeit des begrifflichen Unterscheidens und Urteilens. Und letztlich eine Tätigkeit, die an einem Begriff, nämlich dem Begriff der Wahrheit und dem Problem der Erkenntnis verpflichtet ist. Also dem Begriff der Wahrheit und dem Problem der Erkenntnis verpflichtet. Wahrheit, schwer vorbelastetes Wort. Ich verwende es trotzdem einfach. Ja. Könnt ihr widersprechen. Aber das macht den Anspruch klar, das macht auch den Problembezug klar. Der Grund, warum ich also heute hier darüber spreche, ist, ich meine, dieses sprechende Denken oder eine solche Form des Erkennens und Verstehens oder dieses sich darum Bemühens ist etwas, was ein wesentliches Merkmal von so vielen Podcasts sein kann, und zwar von Podcasts als Instrumente von Erkenntnis in einem weitesten Sinne vielleicht. Ja. Ein sprechendes Denken als Modus der Erkenntnis in Podcasts oder für Podcasts. Das heißt jetzt nicht, alle Podcasts operieren in diesem Modus oder machen sich auch nur zum Ziel. Und doch die Elemente oder Bedeutungsmerkmale, Aspekte treten in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder auf und man merkt, dass da etwas passiert, dass da etwas getan wird, ganz praktisch, von dem ich zuhören kann. Und auch dieses Zuhören selber ist eine Tätigkeit, eine, die ich tun muss, etwas, was ich nicht irgendwie abkürzen kann oder ich verliere etwas. Klar, es gibt mittlerweile Kapitelmarken, sehr praktisch. Aber ich überspringe möglicherweise Entscheidendes, nämlich den Prozess, die Zeit, die es braucht, ein Thema zu entfalten und zu denken, und zwar nicht nur im Sprechen, sondern möglicherweise auch im Gespräch. Ja, ich meine das wirklich ernst, Podcasts können ein Mittel für und von Erkenntnis sein. Man sollte meinen, dass dies besonders für wissenschaftliche Podcasts gilt. Oder Wissenschaftspodcasts. Es gibt auch Plattformen, auf denen die sich finden. Und es gibt Universitäten, die strengen sich an, mehr und mehr solcher Wissens- oder Wissenschaftspodcasts ins Leben zu rufen und zu betreiben. Und das auch mit gar nicht schlechtem Erfolg. Und ich will gar nichts dagegen sagen. Das sind alles ehrenwerte Bemühungen. Nur Wissenschaftspodcasts, also Podcasts als Wissenschaft selbst, sind das in der Regel nicht. Es sind wissenschaftsvermittelnde Podcasts, möglicherweise sowas wie eine Idee von Public Science verpflichtet. Also das sehr komplexe, schwierige, sperrige, begrifflich anspruchsvolle, voller Jargon, also irgendwelcher Fachsprachen, unverständliche wissenschaftliche Wissen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Kann auch wichtig sein. Aber das ist dann noch nicht das Ringen um die Erkenntnis selbst. Also der Podcast dann dient als Vermittlerin zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft, dem Laienpublikum, der nicht wissenschaftlichen Interessierten oder so etwas. Manchmal auch nicht, manchmal interessieren sich auch überraschenderweise Wissenschaftlerinnen für wissenschaftliche Themen in solchen Formaten und sind ganz dankbar, dass es mal vielleicht nicht ganz so kompliziert formuliert ist. Um über sprechendes Denken und die Bedeutung von Podcasts und diesem Modus von Erkenntnis sich dem zuzuwenden, muss man so ein bisschen zurückgehen in die Geschichte des Podcasts, also sehr weit zurück, vielleicht so die philosophischen Wurzeln des Podcasts ergründen. Und ich zitiere so ein paar die großen Podcasterinnen und Podcaster der Philosophiegeschichte. Also ein paar kommen jetzt vielleicht noch zur Sprache.
Denn für die Philosophie war das Sprechen, zu Beginn zumindest, von großer Bedeutung. Die große Podcasterin Hannah Arendt zum Beispiel lässt sich wie folgt zitieren. Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann. Es mag Wahrheiten geben, die jenseits des Sprechenden liegen, und sie mögen für den Menschen, sofern er auch im Singular, das heißt außerhalb des politischen Bereichs im weitesten Verstand existiert, von größter Bedeutung sein, sofern wir im Plural existieren. Und das heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können, was im Sprechen einen Sinn ergibt. Soweit Hannah Arendt zum Podcast. Und aber nehmen wir das mal ernst. Die Pluralität des Menschen als gegeben, als Grundbedingung angenommen, formatiert das schon, bedeutet das schon eine Bedingung alles unseren Erkennens und alles unseren Handelns in dieser Hinsicht. Immer schon sozial gestaltet. Ja. Immer schon auf diesen Umstand hin nur zu verstehen. Denken, erkennen, handeln, erfahren und wissen. Alles nur sinnvoll in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann. Also nicht muss. Ne? Es ist nicht nur sinnvoll, wenn darüber gesprochen wird. Es ist schon auch sinnvoll, wenn darüber gesprochen werden kann. Aber man muss sich fragen, inwiefern denn jetzt nun Sprechen ein Mittel von Erkenntnis ist. Ich würde gerne zwei Aspekte im Folgenden noch dabei diskutieren. Einmal das sprechende Denken als Gespräch. Also zunächst das Gespräch als Mittel von Erkenntnis. Komme ich da mal wieder dazu. Ihr merkt schon, die Folien haben praktisch keinerlei bedeutungstragende Funktion. Wir sind hier beim Podcasten. Ja. Gewöhnt euch dran. Ihr könnt ja sonst zu YouTube gehen, wenn es euch langweilig ist. Es geht mir im Folgenden, also wenn ich um das Gespräch oder die Bedeutung des Gesprächs als sprechendes Denken als Gespräch geht, um etwas, was man die Dialogik des sprechenden Denkens nennen kann. In jedem Gespräch, aber auch in jeder Erkenntnis muss, das weiß ich jetzt schon von Hannah Arendt, der großen Podcasterin, geht es immer um eine soziale Bedingung des Denkens und Erkennens. In jedem Gespräch ist das implizit, dass ich nicht alleine bin, weil sonst würde ich nicht sprechen, nicht mal mit mir selbst. Denken in diesem Sinne ist immer schon sozial und es ist dieser Situation der Erkenntnis als Grundbedingung verpflichtet. Jürgen Mittelstraß hat sich in einem Text geschrieben, bedauerlicherweise, mit anderen großen Podcastern beschäftigt, unter anderem mit Sokrates. Und Sokrates selber radikaler Podcaster, also der hat nur gesprochen, nichts geschrieben, hat sich mit dem Dialog in so einer ganz intensiven Weise auseinandergesetzt. Für ihn war das Mittel der Erkenntnis schlechthin. Und mit Mittelstraß kann man jetzt zwei verschiedene Weisen des Gesprächs unterscheiden. Einmal das Eristische, Entschuldigung, Fachbegriffe, und das Elenktische. Eristisch heißt letztlich streitorientiertes Gespräch. Da geht es darum, zu gewinnen, ja, am Ende Recht zu behalten. Es geht nicht um gemeinsames Wahrheitsfinden oder so, sondern es geht darum, den Gegner zu vernichten. Von Eris Streit, also es geht um Streiten. In einem, möglicherweise sogar in einem sehr guten Sinne, aber mit dem Ziel zu gewinnen und dann war es das auch. Also dann können wir es auch wieder lassen. Und elenktisch, dialektisch dagegen als ein Miteinander-Ringen, ja, sich über Widerstände und Widersprüche hinweg, durch diese hindurchmühen, sich auseinander, sich ins Benehmen setzen, sich verständigen in einer Weise,
die Kunst zu widerlegen, ohne nur darauf zu zielen, den Gegner zu vernichten. Und nur ein solches, und das würde ich mit Jürgen Mittelstraß formulieren, kann man ein Denken in diesem erkenntnistheoretischen, also aufs Erkennen und das Problem von Erkenntnis hin, auf Wahrheit hin zielendes Bemühen begreifen. Und Dialektik, der Begriff taucht jetzt also ganz kurz auf, der hat nicht umsonst die Verwandtschaft mit dem Dialog, also mit dem Gespräch selbst, mit diesem Modus, das sich gemeinsam, sozusagen sich Besprechens. Gespräche als Mittel der Erkenntnis muss man diese soziale Situation weiterdenken, bedeutet aber auch, dass man gegebenenfalls mit sich selbst im Austausch sprechend sich um Gegenstände, Phänomene und deren Erkenntnis bemühen kann. Also diese Dialektik des Gesprächs mag auch eine sein zwischen dem Phänomen, dem Gegenstand, dem, worum es mir geht, das, was ich verstehen will, und mir als demjenigen, der das befragt. Und eine solche Auseinandersetzung zwischen den Gegenständen meines Denkens, worum es mir geht, und mir, führt dann wiederum in einem Verlauf dieser Praxis des Denkens zu einer Transformation meiner selbst, aber wie auch der Gegenstände. Einen anderen Aspekt des sprechenden Denkens, und ich kann wirklich nur anreißen, weil wer Interesse hat an der ausführlichen Auseinandersetzung, es hat mich 144 Stunden gekostet. Also das sind die 365 Folgen. Und ich habe noch einen kleinen Text geschrieben, der kommt auch irgendwann, aber das nur so aus Spaß. Ja, ich weiß, Sokrates, ja. Einen anderen Aspekt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, ist der Begriff der Freundschaft und seine Bedeutung für das sprechende Denken oder das Denken im Gespräch. Wieder mit Hannah Arendt, diesmal Hannah Arendt mit Aristoteles über Sokrates, ganz verworrene Dreiecksbeziehung, folgendes Zitat. Die Angst vor der Widersprüchlichkeit beruht darauf, dass jeder von uns ein einziger Mensch ist und doch mit sich selbst zu reden vermag, als wäre er zwei. Weil ich bereits aus einer gespaltenen Einheit bestehe, jedenfalls wenn ich zu denken versuche. Weil ich bereits aus einer gespaltenen Einheit bestehe, kann ich auch in einem Freund, um mit Aristoteles Formulierung zu verwenden, ein anderes Selbst sehen. Und an einer anderen Stelle, Hannah Arendt, nur jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass er mit sich selbst redet, ist in der Lage, ein Freund zu sein und sich ein anderes Selbst zuzulegen. Wir sehen an diesen Stellen, dass dieser Begriff der Freundschaft auf so ein Problem des Denkens, bei dem man erstmal vielleicht naheliegenderweise gar keine Freundschaft im Spiel vermutet. Na, wenn ich denke, wer ist eine Freundschaft? Ach, bleib mir fort, ich muss mir kurz Gedanken machen, folgendes verstehen lernen oder so. Aber schon in mir selbst bin ich ein gespaltenes Selbst. Das Denken setzt voraus, dass ich sozusagen mich in andere Perspektiven hineinversetzen, die Dinge von allen Seiten beleuchten, ja, verzeiht die visuelle Metapher, von allen Seiten beleuchten, aus verschiedenen Perspektiven betrachten und so weiter kann, um sie daraus so zu beschreiben. Und das ist eine Situation, die erinnert nicht nur, sondern die ist konstitutiv praktisch schon eine Situation des Gesprächs. Also ich spreche beim Denken schon in so einem metaphorischen Sinne, aber manchmal auch ganz explizit, nämlich in 365 Selbstgespräch, ganz explizit mit mir selbst. Und das ist Voraussetzung für ein solches Denken und ein solches Verstehen. Bei Arendt ist das noch explizit alltagssprachlich, als die, sie formuliert es, die Dinge vom Standpunkt des anderen auszusehen. Oder es geht darum, auf welche besondere Weise die gemeinsame Welt dem anderen erscheint, formuliert sie auch.
Bei Jürgen Mittelstraß heißt das explizit hier weiter an vergleichbarer Stelle, dass dies gerade nicht heißt, sich an die Stelle anderer zu setzen, sondern mit anderen die Vernunftstelle zu finden. Ich muss gar nicht das mit den Augen der anderen sehen, sondern ich muss mit den anderen die Stelle der Vernunft finden. Die Vernunftstelle zu finden, darum geht es im Gespräch. Und das heißt Dialog, also sprechendes Denken, Denken im Gespräch. Der Dialog setzt somit diese Gespaltenheit, das Widersprechen, und zwar das ganz streng genommen dialektische Widersprechen, das Abwägen, das Hin und Her, das in diese Widersprüche hineindenkens und dann darüber hinausgehen und sich weiter verstrickens. Und dieses Mühen, diese Gespaltenheit aber nicht wirklich überwinden können, sondern nur in Tätigkeit, in Praxis umsetzen, also in ein Ringen um ein Verstehen setzen, setzt das voraus. Und diese Gespaltenheit kann als sein Modus von Freundschaft begriffen werden. Wenn nicht, dann ist es wieder eristisch, dann ist es wieder ein streitsüchtiges Gespräch, das nur darum geht, den anderen zu vernichten, aber um Erkenntnis geht es dann nicht. Es geht dann nicht um ein Verstehen in diesem ernsten Sinne. Und im ernsten Sinne dann gemeint als Freundschaft. Ein anderer Aspekt, der davon so oder damit zusammenhängt, hängen alle miteinander zusammen, aber einer, der damit besonders zusammenhängt, ist Kritik und Widerspruch als Forschungsform zu begreifen, und zwar als eine Forschungsform genau für solches Sprechen. Widerspruch, also Einspruch, Kritik, als in diesen Gedanken der Freundschaft selbst vorausgesetzt betrachten. Es geht darum, um ein solches im Geiste der Freundschaft sich widersprechen können. Und ist das nicht, also für die, die wir so Podcasts machen, ein Modus, den wir kennen? Ja? Einer, der geradezu voraussetzt, die Praxis, die wir machen, die Geschichte, die wir miteinander teilen, diese Gespräche, diese unzähligen Gespräche. Erst unter solchen Voraussetzungen mag die Kritik, die ich dann formuliere, so radikal und scharf formuliert sein können, ohne dass mir der andere das übel nimmt oder das Gespräch sofort abbricht. Es setzt aber auch voraus, dass wir lange Gespräche führen. Ja, oder wie Tim vorhin sagte, meistens verzeihen sie es ihm dann nochmal. Das ist auch eine Art von Freundschaft, die das verzeiht. Aber eben nur, weil man weiß, man setzt sich sozusagen gemeinsam, sucht man die Vernunftstelle. Ein Widersprechen heißt beim sprechenden Denken aber ganz konkret ein Widersprechen. Also ich greife das wieder auf. Ich formuliere das um. Ich formuliere das nochmal anders. Ich formuliere das mit meinen Worten und so. Und ein solches Ringen im Sprechen ist diese Praxis oder meint diese Praxis auch. Und schließlich noch ein anderer Aspekt. Ein Gespräch schafft seine eigene Situation. Karl-Heinz Stierle hat das mal so ähnlich formuliert. Es schafft seine eigene Situation und setzt sich damit in gewisser Weise über bestimmte bestehende Grenzen hinweg. Also bestimmte Strukturen, bestimmte Wirkungsweisen, bestimmte auch vielleicht Höflichkeitsformate und Formen. Sie kann das suspendieren, diese Form, die Situation, die das Gespräch selber schafft. Man schafft sich einen eigenen Raum, das Gespräch so als einen eigenen Raum, als eine Situation, die definiert ist durch dieses Gespräch selbst. Man spricht miteinander. Und das mag dann sagen, mit dieser Bedeutung der Freundschaft aufgeladen sein, aber es ist zumindest eine eigene Situation. Und sie suspendiert auch Machtverhältnisse, Hierarchien. Ja? Vorhin auch angesprochen von Tim. Man sieht sich nicht so albern wie im Radio. Ja? Weil man wirklich miteinander spricht, so, wer bist du, ich bin, alles klar, okay, los geht's. Und mit diesem im Zusammenhang stehend, ein wichtiger Aspekt, nämlich das Wesen der freien Fortführung im Gespräch. Wieder Karl-Heinz Stierle, ich zitiere mal kurz. Denn das Moment der freien Fortführung, die das Gespräch, wo es gelingt, in unerschlossene Bereiche vordringen lässt, setzt sich von der Bestimmtheit des Frage-Antwort-Paradigmas gerade ab. Also eben nicht Interviews. Ne? Es liegt im Wesen des Gesprächs, dass es sich auf kein Paradigma, weder das von Frage und Antwort noch das Komplexere von Satz und Gegensatz festlegen lässt.
Gespräches in der Form immer wild, ist immer experimentell, kann immer scheitern. Und ist in dieser Hinsicht, und zwar wirklich genau in dieser Hinsicht ernst genommen, als Scheitern können das überhaupt nur erkenntnisstiftend, als Mittel der Erkenntnis geeignet. Ich habe dazu ein Beispiel, einen kurzen Clip mitgebracht, weil wir hier beim Deutschlandfunk sind, aus Sein und Streit. Im Gespräch waren Petra Gehring, eine Philosophin aus Darmstadt, und Philipp Hübel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es ging um Wahrheit. Und dabei fiel folgender kurzer Satz. Ethnologische Fragen, linguistische Fragen jenseits von einfachen Sprachmodellen. Und das sind die Felder, in denen der Strukturalismus entstanden ist und an denen dann auch der Poststrukturalismus wiederum seine Beispiele gefunden hat. Dann bewegen wir uns in einem völlig anderen Themenfeld. Und jetzt die Physik und diese empirisch gemünzten Beispiele da als Parallele zu nutzen, hilft einfach nicht. Ich glaube, dass die Welten sich gar nicht so... das ist ein interessanter Punkt. Das nicht ins Radio, aber wenn Sie irgendwie von Postmodern reden, dann müssen Sie doch zugeben, dass es sich um einen Typ von Theorie handelt, der von vollkommen anderer Art ist als sozusagen diese postpopperschen Physikbeispiele. Von den postpopperschen Physikbeispielen abgesehen, fiel hier mittendrin ein Satz, der ein bisschen untergegangen ist, im Eifer des Gefechts. Petra Gehring sagte, das muss jetzt wahrscheinlich nicht ins Radio. An dem Moment, an dem das wirklich ein Gespräch wurde und ein Ringen um Erkenntnis und an dem es nicht mehr nur ein Hin und Her der schon bekannten Positionen von zwei Vertreterinnen unterschiedlicher Seiten, was sich wunderbar eignet, um es im Radio dann kurz in auch so einem auf eine Stunde begrenzten Format oder so zu präsentieren. In dem Moment, in dem es das sprengte, wurde es von den beiden selbst bemerkt, als das muss jetzt eigentlich schon nicht mehr ins Radio. Dass es drin gelassen ist, natürlich verdienstvoll für den Deutschlandfunk. Also manchmal sind sozusagen Ausrutschergespräche möglich. Aber dieses sprechende Denken ist ein Modus, der so einem vorformatierten, einem redaktionell Betreuten oder so eher widerspricht. Es ist offen, ja, ist unabschließbar in der Hinsicht. In dieser Hinsicht muss man das aber auch nochmal wissenschaftlich sehr viel ernster nehmen. Man tendiert dazu, Wissenschaft als in ihren Produkten und Ergebnissen zu messen. Wissenschaftliche Erkenntnis ist das, was sich letztlich hinterher veröffentlichen lässt als Paper, ja, als Buch, als das Ergebnis jahrelanger Forschung, 7 Jahre lange Kleinstarbeit oder so und dann die hingemogelte Dissertation. Das ist dann die wissenschaftliche Erkenntnis. Beim Mittel des Gesprächs als Mittel der Erkenntnis, bei einem sprechenden Denken, gibt es ein solches Ergebnis, eine Zusammenfassung, die man aufschreiben kann, notieren und dann in kleinen Häppchen weiterverkaufen. Also das gibt das in der Hinsicht nicht. Das Gespräch ist selbst seine eigene Darstellung. Da gibt es nicht so lange die Forschung auf der einen Seite und die Darstellung auf der anderen, sondern das Gespräch selbst ist seine eigene Darstellung. Wieder Jürgen Mittelstraß zu dem großen Podcaster Sokrates und seinen Ideen. Folgendes Zitat. Dialogwissen ist nur in einem Dialog darstellbar. Während Lehrbuch und philosophischer Traktat unter dem Zwang systematischer Vollständigkeit stehen, transportiert der literarische philosophische Dialog in exemplarischer und das allgemeine konkretisierender Form Erfahrungen mit dem Denken und einer philosophischen Orientierung. Ja, das klingt komplizierter, als es muss. Auf der anderen Seite, Dialogwissen ist nur in einem Dialog darstellbar. Und man kann ihm dann die mangelnde Systematizität vorwerfen, aber haben Sie nicht vergessen, dass, ja, so in diesem Modus. Und dann kann man sagen, ja, habe ich. Aber darum ging es nicht. In dem Gespräch ging es um etwas anderes. Das Gespräch hatte eine eigene Situation geschaffen. In dem rang ich mit XY oder mit mir selbst um eine ganz bestimmte Erkenntnis. Es ging mir um das Hören, auch das vermittelte Sprechen in dieser Hinsicht. Und das stellt sich selbst dar. Ja?
Das mag nicht ausschließen, dass man hinterher dann auch noch Vorträge drüber hält, über das sprechende Denken als Begriff, und das dann auch noch in nur 45 Minuten versucht, von denen ich noch 14 habe, weil ich habe zu spät angefangen, ihr habt alle aufgepasst. Aber das Gespräch selbst als das Mittel der Erkenntnis, beziehungsweise die Erkenntnis, die in einem solchen errungen wird, ist das Gespräch selbst als seine eigene Darstellung und Durchführung. Es gibt nicht Forschung und Darstellung, sondern Durchführung und Darstellung fällt in eins. Und das macht aber zugleich das Gespräch so unglaublich interessant. Ich muss nämlich nicht erst warten, bis da Wissenschaftlerin XY dann mit dem fertigen Paper um die Ecke kommt oder der Verlag das Buch endlich akzeptiert. Also ich kann während der Forschung mit dabei sein, ich kann das hören, ich kann teilnehmen. Ja? Das sei denn, Sie podcasten nicht. Und die letzte Bemerkung zu dem Begriff des sprechenden Denkens vielleicht noch, also dem Denken als Gespräch, ist, das Gespräch kann in dieser Hinsicht als ein Experimentalsystem verstanden werden. Experimentalsystem ist ein Begriff, den ich von Hans-Jörg Reinberger genommen habe. Er ist Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker und durch schlauer Typ, hat viele Gespräche geführt, also geübt im sprechenden Denken. Bedauerlicherweise sind die Gespräche hauptsächlich als Bücher wiederum veröffentlicht worden. Also diese Transkription, die muss mir auch mal jemand erklären, warum es sie braucht. Podcasts, wir wissen, das wäre eigentlich das Medium der Wahl. Aber Hans-Jörg Reinberger hat jahrelang Experimentalsysteme vor allem in der Biologie, also vor allem in den Naturwissenschaften, aber auch dann darüber hinausgehend als schreibende Praxis und so in den Geisteswissenschaften im Weiteren versucht zu denken, zu reflektieren und in Worte zu fassen. Und da ist dieser Begriff des Experimentalsystems entstanden. Ein Experimentalsystem ist ein System, also ein Zusammenhang verschiedener, also nicht einzelner Experimente, sondern Experimente, die in einem Kontext stehen, die in einem größeren Zusammenhang stehen, die sich darum mühen, etwas greifbar zu machen, was er epistemisches Ding nennt. Ein epistemisches Ding ist das, worum das geht, also in diesem Experiment, der Gegenstand der Erkenntnis sozusagen. Aber ein epistemisches Ding hat eine unangenehme Eigenschaft, es entzieht sich ständig, also es ist immer abwesend, es ist nie greifbar. Davon unterschieden sind technologische Objekte. Technologische Objekte sind wiederum sehr greifbar und erlauben es sogar, irgendwelche Zugriffe, begriffliche Zugriffe auf solche epistemische Dinge. Im Falle eines Gesprächs wäre das epistemische Ding, das sich immer entziehende, worum das Gespräch kreist, das gemeinsame Ringen um dieses epistemische Ding, als das, worum es dieser Erkenntnis geht. Die technologischen Objekte mögen alle die technologischen Objekte sein, die wir brauchen, um Podcasts aufzunehmen, aber auch sehr viel weiter. Also wir, die wir sprechen, unsere Sprache und unsere Überlegungen, Theorien und Methoden, die wir anwenden, all das würde auch dazu zählen. Aber als einen solchen Experimentalzusammenhang, ein Gespräch zu begreifen, nimmt das nochmal als Forschungsmittel sehr ernst. Experiment, das klingt schon so richtig wissenschaftlich. Ja? Also so fast naturwissenschaftlich, gerade so, dass es nicht anfängt zu stinken und zu rauchen. Aber das können manche auch beim Podcast. Davon abgesehen, der Experimentalzusammenhang, den das Gespräch schafft, ist eben diese Situation, in der es im Modus der Freundschaft um ein gemeinsames Ringen, also ein dialektisches Bemühen um eine solche Erkenntnis geht, und das Ergebnis offen ist, es ständig scheitern kann. Das zeichnet Experimente aus in dieser Hinsicht. Und Experimentalsysteme nach Reinberger sind zudem noch begreifbar als Maschinen, die Zukunft produzieren. Also wir bauen uns Maschinen, die Zukunft produzieren. Wir bauen uns Fragemaschinen, mehr als Antwortmaschinen. Und was, wenn nicht das ist ein Gespräch? Ja? Ein gutes Gespräch, das wir noch über Jahre erinnern, ist genau das, das uns auf Fragen stößt. Ja? Immer neue Fragen. Mit jeder Antwort tauchen 10 weitere Fragen auf. Und das macht dann so auch den Zug dieses Sprechens und dieses Miteinanderdenkens so aus. Und eine solche Situation kann im experimentellen Zusammenhang selber nur die eigene Durchführung und Darstellung zugleich sein.
Man kann dann nicht auf den Laborbericht hoffen. Der würde das einem alles auch nehmen. Und jetzt wirklich zum Schluss noch auf einen Aspekt, den ich nur kurz angeschnitten hatte und um den es nur so am Rand gehen kann, weil der Begriff des sprechenden Denkens zentral jetzt um Sprechen gehen sollte. Aber sprechendes Denken bedeutet eben auch Denken als Sound, also als hörbares Phänomen. Und das ist für die Praxis, also für die Tätigkeit des sprechenden Denkens von entscheidender Bedeutung. Man spricht und hört sich zugleich. Ja? Das gilt nicht nur für Selbstgespräche im Übrigen. Wer gute Podcasts aufnimmt, weiß, dass es ratsam ist, Kopfhörer zu tragen, während man in das Mikrofon spricht und sich selbst zu hören, Direct Monitoring, sich selbst in dem Moment zu hören, ohne Zeit versetzt, ohne Lag. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, mag dieses Hören dann auch etwas sein, was eine Gesprächssituation schon mit sich selbst ganz sinnhaft erfahrbar macht. Sinnhaft erfahrbar, also mit den Sinnen erfahrbar macht. Man stolpert über seine eigenen Worte. Man stolpert über die eigenen Worte, wenn man sie hört. Und man hört auch die Worte der anderen und man stolpert auch darüber. Und dieses Hörbare des sprechenden Denkens muss für die Erkenntnis, für das Erkenntnismittel des sprechenden Denkens selbst in Rechnung gestellt werden. Das ist nicht beliebig. Ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht, noch einen kleinen Clip. Wenn ich ihn aufrufen kann. Hier. This is my new favorite sound. Ready? Before I tell you where that recording comes from, I want to say something about sound art, or rather, writing about sound art. Over the years, I've read a handful of books about making art with sound, and if I'm going to be honest, I should say I've tried to read books about sound art. I usually can't finish, or I end up skimming. I find them utterly impenetrable. The language, the concepts, the references, the vast majority of the time, I can't decipher the point. I will say I've noticed a theme I've noticed in other texts, a relationship between sound and the body, meat, as Kahn puts it. Not just the ear, but the whole body, and mostly the skull. But because the language is always so dense, I just give up. That is, until Right Between the Ears. It's a radio documentary from the BBC, produced by Mark Berman and narrated by Ken Hollings. After listening, all the talk of skulls and noise and meat and sound art texts made sense. Der Clip ist aus dem Podcast How Sound von Rob Rosenthal. Und auf transom.org, glaube ich, abzurufen. Und es geht um ein Phänomen, das man nur hört und so einfach im Geschriebenen nicht nachvollziehen kann. Und er nennt das nur kurz und er zitiert auch jemanden dabei, aber er nennt das Fleisch. Es geht um eine ganz fleischliche, oder wenn man es weniger drastisch ausdrücken will, eine körperliche Erfahrung. Etwas, das für die Erkenntnis selber, dieses gemeinsame Ringen um Erkenntnis oder das Ringen um Erkenntnis im Sprechen selber in Rechnung gestellt werden muss. Also ich höre das und ich bin in einer gewissen Situation, in dieser Situation bin ich körperlich in irgendeiner Form anwesend und es braucht meine Ohren, es braucht meine Sinne und es braucht beim Sprechen meinen Mund und ich brauche dieses alles zusammen, gestaltet die Erfahrung selbst und da verbirgt sich noch eine weitere, eine vielleicht unterschätzte Qualität von Erkenntnisformation. Von etwas, was ein Erkennen auf eine eigene Qualität, die vielleicht nicht sprachlich in der Form sich einfach in Worte fassen lässt, bedeutet. Eine Modalität von Erkenntnis, die diesen Körper in Rechnung stellt. Und all das haben wir zumindest sprechend und hörend als Erfahrung, sowohl als Podcastende als auch als Podcasthörerin. Ich habe die Situation mit den Kopfhörern und den Mikrofonen angesprochen. Andere sind, die sich sammeln lassen, bei dem durch die Welt laufen, während man Podcasts hört. All das sind erfahrbare Kontexte von einem solchen hörenden Denken,
eines, das meinen Körper und meine körperliche Erfahrung in Rechnung stellt. Das nur kurz angesprochen, weil darüber kann man noch eine eigene Arbeit verfassen. Sehe ich zugleich hier so einen Aspekt, der noch für Podcasts möglicherweise weiterentwickelt werden kann. Vieles, was so auf der Ebene von Soundart passiert im Radiojournalismus oder im künstlerischen Zusammenhängen. Podcasterinnen und Podcaster, so wie sie so in so bestimmten Szenen sich versammeln, schrecken manchmal noch davor zurück. Und so wichtig und großartig das Gespräch ist als Mittel der Erkenntnis, so wichtig und spannend wäre es auch, dabei nochmal dieses als hörendes Erlebnis, als ein körperliches Erlebnis, Podcast als Sound nochmal in seiner ganzen Komplexität und seiner Spiel- und Bandbreite ernst zu nehmen. Und das wäre so vielleicht auch mein Schlusswort für heute.